Servus Reisefreunde, der Schorsch und Tour war wieder unterwegs. Diesmal mit dem Extremradfahrer Rainer Steinberger beim Reiseraum Polen. 3600 Kilometer rund um Polen. Die offiziellen Weltmeisterschaften im Ultracycling. Rainer hat sich bereits zusammen mit seinem Team am Donnerstag auf die Anreise nach Warschau gemacht. Ich konnte erst am Freitag mit meinem Wohnmobil nachfahren, da ich anschließend noch eine Woche Urlaub in Polen geplant habe. Meine Reise führte über Dresden, Görlitz, vorbei an Breslau und weiter über Łódź Richtung Warschau. Das Team hatte am Freitag bereits ihr Briefing, wo ihnen die Strecke nochmal detailliert erklärt wurde. Ich habe mir abends noch bei McDonald's kurz ein Abendessen gekauft und habe mir dann unterwegs einen Parkplatz gesucht, wo ich übernachten konnte. Am nächsten Morgen bin ich die letzten 100 Kilometer nach Warschau zu unserem Team gefahren. Sie hatten schöne Apartments in der Nähe von Warschau gebucht, wo sie auch ausreichend Platz hatten. Rainer konnte die Nacht gut schlafen und das Team hat bereits am Morgen die ersten Sachen vorbereitet. Gregor, unser Teammitglied, hat mir für mein Wohnmobil einen sicheren Stellplatz in Warschau besorgt. Dafür nochmal Dankeschön. Unser Team möchte ich kurz vorstellen. Unser Fahrer Rainer Steinberger ist euch ja bereits bekannt. Insgesamt umfasst unser Team 9 Personen. Im Wohnmobilteam sind Josef Speigl und Werner Vogel unser Koch. Sie kümmern sich darum, dass es der Tag- und Nachtschicht gut geht. In der Tagschicht bin ich selbst, Christopher Piasecki und Michael Peters. Wir kümmern uns tagsüber 12 Stunden um Rainer. In der Nachtschicht sind Michael Deutschmann, Herbert Baumgartner und Gregor Stützinger. Auch sie kümmern sich nachts bestens um Rainer. Die letzten Vorbereitungen standen noch bevor, bis es zur Radabnahme ging. In der Nähe des Startplatzes wurden die Räder kontrolliert und abgenommen. Die Fahrzeuge waren beschriftet, sodass auch die Sponsoren gut zu sehen waren. Bei der Abnahme ging alles gut und Rainer konnte somit zum Paradestart kommen. Beim Paradestart wurden die Fahrer nochmal vorgestellt und kurze Interviews geführt, damit die Zuschauer etwas mehr über die Fahrer erfahren konnten. Vor uns sind noch ein paar andere gestartet. Dann war Rainer dran. Auf geht's, Rainer! Die ersten 20 Kilometer waren ohne Wertung. Doch um 15.40 Uhr begann es endgültig für Rainer. Nach dem Start in Warschau führte die Streckung Richtung weißrussischer Grenze. Ein relativ flaches Land, das nur mit leichten Hügeln überzogen ist, da dort sehr viel Landwirtschaft betrieben wird. Rainer konnte schnell einige vor ihm gestartete Radrennfahrer einholen. Wie gewohnt versuchte er, das Feld von hinten aufzurollen, was ihm auch sehr gut gelang. Das Team kümmerte sich bestens um ihn. Die Tagschicht ist in der Zwischenzeit mit dem Wohnmobil über Lublin nach Jaroslav gefahren. Dort hatten wir unseren ersten Übernachtungspunkt geplant. Bei einem Benediktinerkloster war ein schöner Parkplatz, den wir zur Übernachtung nutzen durften. Werner hat uns noch ein Abendessen gemacht, dann haben wir uns alle schlafen gelegt. Bereits am Morgen gab es ein kurzes Frühstück um 6 Uhr und wir mussten schauen, dass wir Rainer wieder erwischten. Er war bereits weiter Richtung Przemyśl und unser nächster Teamwechsel stand bevor. Rainer lieferte sich bereits hier ein Duell mit dem Schweden Jimmy Rönn. Als wir Rainer eingeholt hatten, machten wir den Teamwechsel schnell, damit die Nachtschicht sich erholen konnte und wir Rainer tagsüber betreuen durften. Kurz hinter dem Grenzort Przemyśl, nahe der ukrainischen Grenze, erfolgte zügig unser Wechsel.
Dann ging es für Rainer Richtung Tatra. Es wurde bergiger und zahlreiche Anstiege standen bevor. Immer wieder ging es über zahlreiche kleinere Nebenstraßen und Rainer konnte immer noch ein paar Fahrer, die vor ihm gestartet waren, einholen, wie hier zum Beispiel ein Zweierteam. Die Landschaft wurde immer schöner und bergiger. Die Tatra erreicht hier Höhen von über 1500 Metern und ist landschaftlich sehr schön. Vor allem der Baustil mit den zahlreichen Holzhäusern ist sehr schön anzusehen. Rainer hatte einen guten Tritt und konnte seinen Vorsprung gegenüber Jimmy Rönn immer leicht ausbauen. Das Wetter war gut, aber es sollte an diesem Tag noch deutlich heißer werden. Vorbei an zahlreichen Urlaubsorten und Campingplätzen ging es weiter hinein in die Tatra. Die Berge wurden höher und die Anstiege in den Prozenten höher. Teilweise ist unser Betreuer Michael Peters sogar mit Rainer mitgelaufen, um ihn zusätzlich zu motivieren. Rainer genoss die Fahrt und der erste Tag verlief optimal für ihn und das komplette Team. Es ging weiter die Berge hinauf und entlang der slowakischen Grenze. Auch hier gibt es zahlreiche Ferienorte und Häuser, in denen Touristen übernachten können. Auch wir haben dabei Rainer immer wieder angefeuert und unterstützt. Das Teilnehmerfeld war anfangs noch sehr nahe zusammen. Nur 3 Fahrer konnten sich etwas absetzen. Am Nachmittag hatte Rainer mit bis zu 38 Grad Hitze zu kämpfen. Dabei war ständige Abkühlung wichtig, damit sein Kopf nicht zu heiß wird und er immer wieder klar denken konnte und navigieren konnte. Das Team hat ihn dabei natürlich bestens unterstützt und auch immer wieder mit lustigen Unterhaltungen motiviert. Auch die Radwechsel hatte unsere Tagesschicht optimal vorbereitet für Rainer. Dann kam es langsam wieder zum Wechsel zur Nachtschicht. Die Nachtschicht hatte den Platz vorbereitet bei Nowy Sącz. Und auch dort trafen wir noch einen polnischen Radfahrer, der die 900 Kilometer Strecke fuhr und nahe am Ziel war. Die Tagesschicht bekam dann einen Nudelsalat von unserem Koch Werner. Dann ging unsere Fahrt weiter zum übernächsten Übernachtungsplatz. Auch hier mussten wir wieder über 200 Kilometer vorausfahren, damit wir Rainer am Morgen wieder finden können. Am Morgen nach der Übernachtung ging es für uns schon wieder weiter. Um 5 Uhr aufstehen, suchen, wo Rainer ist und Richtung Zakopane fahren, damit wir bis 7 Uhr den Wechsel schaffen. Zakopane ist der Haupttouristenort in der Hohen Tatra mit dem höchsten Berg, dem Riesi, mit 2501 Metern. Hier wurde schnell der Teamwechsel durchgeführt, sodass Rainer ohne großes Halten weiterfahren konnte. Beim zweiten Renntag war eine Strecke geplant Richtung Bielsko-Biala. Die Hohe Tatra ist landschaftlich wunderschön. Neben den zahlreichen Bergen gibt es wunderschöne Holzhäuser, die diesen typischen Tatra-Stil darstellen. Auch hier sieht man einen ganzen Ort mit den typischen Holzhäusern. Auch dies hat zur guten Stimmung bei Rainer beigetragen. Doch dann war eine kurze Schlafpause von 15 Minuten angesagt, damit sich Rainer etwas regenerieren konnte. Danach setzte er sich wieder auf das Rad und die Strecke ging weiter Richtung der Beskidenberge. Zahlreiche Anstiege forderten die Radfahrer immer wieder aufs Neue. Ein ständiges Auf und Ab. Die Berge wollten irgendwie nicht enden.
Manchmal ist Michael sogar wieder ausgestiegen und neben Rainer kurz hergelaufen. Auch dort wurden an den Bergen immer wieder Radwechsel durchgeführt, von der Zeitmaschine auf das Bergrad oder umgekehrt. Diese Wechsel hatten wir gut im Griff, sodass Rainer keine Zeit verlieren konnte. Einige Anstiege auf Nebenstraßen waren sehr herausfordernd. Rainer musste im Wiegeschritt nach oben treten, da es kaum noch möglich war, im Sitzen diese Steigungen zu erschaffen. Doch nach jedem Berg kommt die Belohnung und es geht wieder hinunter. Aber auch wieder hoch. Und auch hier wieder eine extreme Steigung, die Rainer extrem herausgefordert hat. Auch hier ist Michi, unser Betreuer, wieder mit ihm mitgelaufen. Und man sieht bereits, dass er nicht mehr gerade, sondern in Schlangenlinie nach oben fährt. Wir gehen davon aus, dass die Steigung über 20% ist. Diese Motivation durch Michi half Rainer schon, diesen Berg leichter zu überstehen. Denn somit hatte er etwas Unterhaltung und die anstehende Abfahrt konnte wieder angegangen werden. Auch hier mussten wir schauen, dass wir an Rainer dranbleiben. Doch dann kam ein großes Gewitter. In dieser Zeit haben wir Rainer zum Schlafen gelegt und eine Stunde Pause während des Regens gemacht. Das Team saß im Auto und erst als der Regen nachließ, haben wir Rainer wieder auf die Strecke gelassen. Der Regen konnte nicht ganz aufhören, aber zumindest das Gewitter und die Blitze waren vorbei. Extremradfahren bedeutet halt auch bei jedem Wetter zu fahren. Vorbei an der Brauerei Ziewiec ging es weiter die Beskidenberge hinhoch. Jeder einzelne Extremradfahrer, der diese Strecke fährt, ist zu bewundern. Was sie an diesen 3600 Kilometer insgesamt über 30.000 Höhenmeter zurücklegen. Und das mit steilen Anstiegen. Die Strecke führte vorbei an dem Wintersportort Wisler, wo auch Skisprungschanzen vorhanden sind. Mit häufigen Radwechseln schaffte es Rainer, den Abstand zu dem zweiten Jimmy Rönn aus Schweden zu vergrößern. Dies freute natürlich unser komplettes Team und wir waren auf einem guten Weg, als Erster ins Ziel zu kommen. Dann stand schon wieder der Wechsel zur Nachtschicht vor. Der Treffpunkt war in Bielsko-Biala in der Nähe von Wisla geplant. Zügig wurde gewechselt und die Nachtschicht hat übernommen. Unsere Tagschicht bekam vom Koch Werner ein Abendessen. Hiermit endet der erste Teil, doch die Fortsetzung kommt bald. Euer Schorsch und Tour sagt Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen drücken und Kanal abonnieren.